Falls das erwartete Konjunkturpaket einen Inflationsdruck generieren wird, dann kann die Geldpolitik etwas straffer werden. Und folglich werden höhere Zinsraten den positiven Effekt der Steuerförderung dämpfen. Deshalb wird das Jahr 2018 nicht unbedingt einen Wachstumsausbruch bringen, sondern wird die Wachstumsrate bei 2,53% liegen. Gregory, im Laufe des Jahres haben Sie bei Douglas Corbett TV mehrmals die Wirtschaftslage analysiert. Nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. Wie würden Sie das aktuelle Marktumfeld in den USA kommentieren? Im Großen und Ganzen geht es der US-Wirtschaft relativ gut. Wie ich meinen Kunden immer sage, ist ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum um 2,53% besser als ein unnachhaltiges Wirtschaftswachstum um 3,4%. Ich meine, dass die fundamentalen Wirtschaftsdaten in Ordnung sind. Monat für Monat entsteht eine ordentliche Anzahl von neuen Jobs. Wir merken eine leichte Aufwärtsdynamik bei den Löhnen und Gehältern und diese Kennzahlen werden durch zunehmenden Konsum und erhöhte Zuversicht des Privatsektors bekräftigt. Die Wirtschaftskonjunktur scheint sich allmählich zu verbessern, aber wird sich dieser Trend das ganze nächste Jahr über andauern? Wird das Wirtschaftswachstum die Exporte und die Unternehmensinvestitionen ankurbeln oder wird ein unzureichendes Wachstum die privaten Ausgaben beschränken? Ich glaube, in der US-Wirtschaft findet derzeit eine allmähliche Umkehr statt. Die Verbraucherausgaben werden sich anscheinend etwas vermindern, weil das verfügbare Realeinkommen langsamer als die Lebenskosten zunimmt. Deshalb musste die Bevölkerung zu Ersparnissen greifen, um die Ausgaben finanzieren zu können. Aber inzwischen begann sich die Weltwirtschaft von dem Rückschlag zu erholen, was nicht nur den amerikanischen Exporten einen Ansporn gab, sondern auch die Investitionskonjunktur in den USA deutlich verbesserte. Die Unternehmensinvestitionen und die Exporte sorgen für ein stärkeres Wachstum der US-Wirtschaft. Dabei sind die Verbraucherausgaben ziemlich hoch. Sie lassen aber allmählich nach. Mit welchen Prognosen seitens des US-Kongresses und der Federal Reserve sollten wir rechnen? Und wie werden sie auf die US-Wirtschaft auswirken? Im Kongress herrscht langwierige Unsicherheit. Wir wissen, dass der Kongress ein umfangreiches Konjunkturprogramm in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar für den Zeitraum von 10 Jahren durchsetzen möchte. Es könnte der US-Wirtschaft einen Schub verleihen, sodass das Wachstumstempo im nächsten Jahr 3% erreichen kann. Aber die Steuerreformen sind vor allem auf Steuersenkungen an der Personeneinkommensfront ausgerichtet, aber nicht unbedingt auf die Förderung von langfristigen Unternehmensinvestitionen. Aus diesem Grunde wird der marginale Effekt auf die Unternehmensaktivitäten bis 2018 geringer sein. Die Ungewissheit ist auch damit verbunden, dass die Federal Reserve nun einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen wird. Es wird auch eine teilweise Rotation von regionalen Fed-Chefs stattfinden und dies wird zu einer strafferen Notenbankpolitik führen. Falls das erwartete Konjunkturpaket einen Inflationsdruck generieren wird, dann kann die Geldpolitik etwas straffer werden und folglich werden höhere Zinsraten den positiven Effekt der Finanzförderung dämpfen. Deshalb wird das Jahr 2018 nicht unbedingt einen Wachstumsausbruch bringen, sondern wird die Wachstumsrate bei nur noch 2,53% liegen, mit anderen Worten nur ein bisschen höher als die Wachstumsrate der letzten 18 Monate von 2,5%. Gregory, Sie haben den Rücktritt der FED-Vorsitzenden Janet Yellen erwähnt. Was sollten die Anleger und unsere Zuschauer im Anschluss daran erwarten und auf welche Signale sollten sie beim US-Dollar-Trading achten? Im Vorfeld des Rücktritts von Janet Yellen hatte große Unsicherheit geherrscht. Wir hatten sogar mit der Möglichkeit gerechnet, dass Präsident Trump sie als FOMC-Chefin und Vorstandsvorsitzende für die nächste Amtsperiode ernennen würde. Nachdem die Ernennung von Governor Powell als Yellens Nachfolger angekündigt wurde, sehen wir eine gewisse Kontinuität der Geldpolitik. Dennoch ist ein Wandel des Herrschers
Herangehens an Firmenfinanzierung möglich. Unter anderem können die Richtlinien im Finanzbereich geändert werden. Nun müssen 4 offene Stellen im FOMC besetzt werden. Außerdem werden regionale Chefs der Federal Reserve rotiert, welche Stimmrecht im FOMC-Meeting haben. Die Unsicherheit wird andauern, denn Präsident Trump hat noch 4 FOMC-Vorstandsposten zu besetzen, was im Endeffekt die Ausrichtung der US-Geldpolitik prägen wird. Und wir alle müssen beachten, dass es große Unsicherheit in den Führungsetagen der Notenbank herrscht. Gregory, vielen Dank für Ihre tiefgründigen Kommentare. Wir freuen uns darüber, dass Sie an der Linie waren. Das war's für dieses Interview, aber wir möchten Ihre Meinung wissen. Hinterlassen Sie doch Ihre Likes und Kommentare auf dukasgruppe.tv.